Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten. Nein, Scherz. Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf dem Mettmühlenkreis Mittelland. Ich bin der Shorty von der Test Area. Und wir hatten die Gerste geerntet. Der Schwader ist noch ein bisschen beschäftigt. So, oh, ein, zwei, drei Minuten. Und wir wollten jetzt, also ich wollte jetzt mit euch die erste Verkaufsstelle auch binden. So, während der Schwader noch läuft, damit wir die Gerste direkt verkaufen können, weil ich möchte jetzt nicht mein ganzes Geld in eine Produktion investieren, die ich im Moment nicht brauche, weil ich ja andere Pläne habe. Oh, da. Wie kommt man da rein? Hier. Und dann hier. Ah ja. Ja, verstehe. Auch alles wieder so niedlich angebracht. Aber immerhin sind das hier mal andere Gebäude, ne? Nicht dieser Einheitsstandardfrei. Die Lenkung von dem Pickup. Irgendwie bin ich damit, also, das ist schlimm. Richtig schlimm. Zumindest für mich, gell? So. So eng wieder hier, ne? So schnuckelig und klein. Gut, dass wir da Übung drin haben. Mein Mini-Brunnen war ja ein Projekt. Ach, das war toll. Als ich mich erstmal zurechtgefunden hatte auf der Map und das alles so seinen Lauf ging, ne? Wunderbar. Wunderbar. Das Projekt. So. Wie heißt das hier? MEG. MEG. Okay, und was kriegst du hier zu kaufen? Saatgut. Mist. Naja, kriege ich zu Hause auch nichts zu kaufen. Gott sei Dank. Was ich mit die soll, nämlich machen. So, dann lasse ich hier genug frei, damit der wartet. Wenn der an der Laterne hängen bleibt, bauen wir der Laterne natürlich die Kollision wieder, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir müssen immer ziemlich ausholen. Reinfahren und ich würde auch sagen, so zum Rausfahren, so dann können wir von hier gut reinfahren. Hier gut rausfahren. Dann geben einen Ordner. Verkauf. Okay. Und MEG in den Ordner Verkauf. Und dann haben wir das. So, dann schicke ich dich wieder nach Hause. Pickup kriegt natürlich seinen Parkplatz, weil Zielort Hof, Hof. Der Pickup kriegt natürlich seinen Parkplatz, weil ich den sehr oft benutze. Damit ich den nicht immer irgendwo rumstehen habe. Okay. Hofsiegel beladen. MEG Verkauf.
Und erste, jetzt fällt mir gerade was ein. Von hier nach da könnte ich den Kreisverkehr abschließen. So. Das ist so etwas, ne? Mit Autodrive. So, ich fange dich hier gleich ab. Bring den Schwader. Weil der Schwader dieses Mitlenken der Räder hat, ne, ist er super wendig, aber beim Rückwärtsfahren ist der zumindest für mich persönlich ganz schön tricky. Ehrlich. Ja, ne? Der zickt ordentlich rum. Aber ich finde den Schwader trotzdem im Prinzip gut. So, ich hole jetzt den Ladewagen. Ja, Ladewagen kommt auch zur Werkstatt. Wir werden den da mal ein bisschen auch auf Vordermann bringen, nicht? Den neuen Ladewagen kaufen wir jetzt noch nicht. Aber der ist bis zur Maximalgrenze befüllt. 18.500 Liter darf er, 18.238 hat er drin. Da wollen wir mal gucken, was wir verdienen. So. Gibt einige Verkaufsstellen hier, ne? Und wir haben auch viele, 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 viele Freiflächen. Da zum Beispiel. Ne, da gibt es unheimlich viele Freiflächen von hier. Da können wir dann die Freiflächen suchen. 14.686, na, ist nicht viel. Aber naja, was soll's, im Silo vergammeln, und ich will halt nicht die Getreidemühle kaufen. Also, Ladewagen behalten wir für Stroh sammeln. Missionsstrom, gell? Nicht vergessen. Und auch immer gutes Geld. Wir drehen den Ladewagen jetzt natürlich auch ein bisschen auf. Von 17 auf 27 km/h. Den Lebensmitteltank, den nehmen wir weg. Konfigurieren. Und dann können wir jetzt was machen wie folgt. Und zwar Feld 9, Hofsiedlung, das ist egal. Kurs Feld 9, Kurs laden, Schwaner. Hä? Bin ich doof? Ändere Modus. Umbenennen. Warum habe ich denn Feld 8 geschrieben? So, ändere Modus. Ist egal, wird wirken. Einschalten, einschalten. Ja, und dann holen wir das Stroh darunter.
Du fährst den Rest. Und komm, wir müssen. Ich kann das nicht da lassen. Das Feld 4. Wenn es nur ein paar Gramm sind, ne? Getreide, aber egal. Wir können es nicht verschimmeln lassen. Absolutely nothing. Warum so ein minimales, klitzekleines Feld? Das ist doch... Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Es ist wirklich so. Viele Sachen haben hier keine Kollision. Setze ich dich jetzt einfach mal hier hin. Ach, das wird alles nichts. Ne? Das wird alles nichts. F1. Drescher aufklappen mit X. Helfer, Drescher anschalten. F9 mal die Map zu machen. Ablage mit einem Komma war es, ne? Will die Strohablage nicht. Ich hol mal eben hier das Getreide runter. So. Prozedius leer verkauft. Ich habe jetzt auf Feld 4 das bisschen Getreide darunter geholt. Ich konnte es nicht da lassen. Ne? Ich will nicht, dass das da verrottet. Allerdings habe ich die Schwartablage deaktiviert gehabt. Soll der Strom mal schön da drauf liegen bleiben. Was ich mit dem bisschen Fläche mache, kann ich jetzt noch nicht sagen. Warten wir es mal ab. Wie sich es noch entwickelt. Erste, nicht viel, aber lassen wir das auch verkaufen. Gut. Dann bringen wir unseren Drescher auch wieder auf den Hof. Ich gehe davon aus, dass wir hier früher oder später eine Menge Felder zusammenlegen werden. So. Nochmal 2000 Euro für uns. Aber im Moment, wir sind jetzt ganz am Anfang. Das heißt, das für mich erstmal verstehen, wie Precision Farming läuft. Und alles vorbereiten, dass wir überhaupt Geld verdienen können mit Gras. Das wird. Das wird.
eine sehr ungewöhnliche Hofeinfahrt, ne? So mitten im Dorf, der Bauernhof. Ist ja eigentlich sonst immer mehr ländlich. Außerhalb. Wollt mal gucken in dem Gerät. Wir haben einen Grubbern, die Kreiselecke, die gehört zur Sämaschine dazu. Eine Einzelkornsägetechnik, wir haben eine Spritze. Das ist ein Miststreuer, ist das. So ist das. Ein Miststreuer. Das macht Sinn. Ich wollte mich mal informieren. Ich möchte nämlich. Meter, so 4 Meter, 150 PS ist der Bedarf und so haben beide 175 PS. Und sehe ich also nicht das Problem. Ach, die Zeit schon. Ja, Stickstoff. Kriegt man das mit Mineraldünger auch runter? Ich würde ja viel lieber Mineraldünger streuen als Flüssigdünger. So, dann kommt Stroh. Das heißt, den müssen wir. Na, macht doch keine Sache. Das heißt, den müssen wir hier wegholen. Der steht im Weg. Herr Stroh werden wir dann auch bei Gelegenheit verkaufen. Verkaufen. Bringt ja auch immer Geld. Kann ich den Traktor auch erstmal bestehen lassen? Kommt drin. Das ist die erste Ladung Stroh? Ja. Das ist die erste Ladung Stroh. Ist doch einiges, 23.000, nur 26.000. Ja, was machen? Das ist die Überlegung. Ich will nichts verkaufen, weil ich nicht richtig durchgestiegen bin. Güllefass, ne? Ist so. Wenn du erstmal Kühe hast, kriegst du Schwierigkeiten, die Kühe zu versorgen. Und nur Kühe, damit ich Gülle fahren kann. Spritzentechnik. Ich weiß aber nicht. Ich bin ja kein Freund von Spritzen. Ne? Das ist die Hardy. Was hat die denn? 24 Meter. Ich bin gespannt. Wir werden das noch rauskriegen, inwiefern. Also ihr wisst es ja, ich nicht, ob ich auch Mineraldünger nehmen kann oder ob es Flüssigdünger sein muss. Es ist immer so, ne? Wenn was neu ist, man schwitzt immer reichlich. Gut. Ich werde das Stroh hier fertig einsammeln. Nächstes Mal werden wir dann sehen,
Ja. Es müsste hier gepflügt werden. Auf jeden Fall werden wir nächstes Mal uns dran machen, das Feld vorzubereiten für die Aussaat. Ich glaube, da ist einiges zu tun. Wir werden sehen. Das ist ein Thema, womit ich mich noch ziemlich auseinandersetzen muss, glaube ich. Ziemlich arg stark. Den Schwadenkurs können wir behalten, den Drescherkurs brauchen wir nicht. Und dann sehen wir weiter. Dass die Case immer so hoch in der Drehzahl geht, ne? Ein Fan schnurrt da so vor sich hin. Und die Case kreischen übers Feld. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist doch schon von der Menge her einiges an Stroh. Na gut. Mal sehen, was ich mir da eingebrockt habe. Aber Precision Farming ist auch kein Zauberwerk, weil wenn man mit einmal weiß, wie es geht, dann passt das schon. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Und abonnieren nicht vergessen. Das ist ja bei YouTube völlig gratis. Ich war, bin und bleibe der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.